Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich erkläre heute aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung den zweistufigen Zufallsversuch. Wir machen das Ganze am Beispiel Münze. Eine Münze wird zweimal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal Zahl? So, wir beginnen hier und arbeiten grafisch. Wir werfen die Münze. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Kopf oder Zahl. Wahrscheinlich 1/2 zu 1/2. Also es wird zu 50% das oder zu 50% das. Nun werfe ich ein zweites Mal. Und wieder ist die Wahrscheinlichkeit 1/2 zu 1/2. Weil entweder wird es Kopf oder Zahl oder es wird Kopf oder Zahl. Und ob es Kopf oder Zahl wird, hängt nicht davon ab, was es vorher gewesen ist. Und nun die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal Zahl? Jetzt schauen wir hier. Hier ist das erste Mal Zahl und hier ist das zweite Mal Zahl. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses und dieses haben, ist 1/2 mal 1/2. 1/2 mal 1/2. Und das ist 1/4. Es gibt nämlich 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass zweimal Zahl auftritt, ist eben eine von 4, also 25%. Okay,